Hi. Ja, vermutlich habt ihr es schon im Videotitel gelesen. Es wird sich heute um den Arkon drehen. Besser gesagt, um die Klasse Arkon. Wie ihr sie bekommt, was ihr dafür tun müsst und welche Tricks es dabei noch gibt. Das höre ich nämlich relativ selten. Also, zuallererst, ihr müsst im Story-Modus sein. Das machen wir jetzt gemeinsam. Hier und da kann es mir auch mal passieren, dass ich gerade noch mein Hirn bemühen muss, denn ich mache das gerade aus dem Stegreif raus. Aber hey, dann ist es immerhin nicht gekünstelt. Okay, also, ihr wollt den Arkon. Wichtig, wenn ihr Solo spielt, ist es ohnehin unumgänglich. Ihr müsst die Story durchgespielt haben, also den letzten Boss besiegt haben. Ja, dann ist wohl klar, ihr müsst mindestens das Labyrinth abgeschlossen haben. Das ist die Hälfte des Spiels, also das habt ihr sowieso. Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Teilen. Ihr müsst in jedem Ausrüstungsslot was ganz Bestimmtes haben. In der Hauptklasse wollt ihr den Abenteurer. Gut, es ist eigentlich egal, was ihr in der Haupt- und in der Zweitklasse habt, aber macht's einfach so. Wir diskutieren da jetzt gar nicht. Und wichtig, ihr braucht den Entdecker auf Stufe 10, denn ihr müsst Glücksjäger als Fähigkeit ausrüsten. Als zweite Klasse braucht ihr den Pirscher. Den hier müsst ihr nicht, wie ich, auf 10 haben. 5 langt. Denn ihr braucht die Wurmlochfähigkeit. Diese auch ausrüsten. Gut. Seht ihr, das lädt jetzt unten rechts nach. Erster Schritt geschafft. Nächster Schritt. Als Kleidung müsst ihr das komplette Explorer-Set, also den Sphärenwandler, tragen. Das machen wir doch mal. Ne. Habe ich die pushen? Da. Und Handschuhe, wo haben wir sie denn? Da. Jawohl. Okay, seht ihr? Kleidung passt. Kommen wir zum nächsten Schritt. Als Herz möchtet ihr das Herz der Leere. Kleine Hollow Knight-Anspielung. Ihr kennt doch Hollow Knight. Ihr kennt Hollow Knight nicht? Shame on you. Ja. Herz der Leere. Ihr müsst keine Relikte ausrüsten, ist egal. Bei der Bewaffnung. Also, das hier bekommt ihr ja auf Nerut. Nur kurz zur Erklärung. Wenn Nerut zerstört wurde, werden diese Bilder ja verglitscht und nach ungefähr einen Tag in Real-Life-Zeit könnt ihr da unten rechts zu dem Punkt Alepsis Taura reisen. Da findet ihr das. Sind nicht mal Gegner da oder sonst was. Genau, ihr braucht dieses Herz. Okay, dann als Langwaffe braucht ihr Forge Schrotflinte. Ich habe meine hier nur... Ah, das war mein Knie. Ich habe meine hier nur auf Stufe 1. Das wird schon irgendwie passen. Als Nahkampfwaffe, achso, die hier, roter Thron, ihr braucht das Siegel der Kaiserin, sprich ihr müsst es auf Yaesha, den roten Thron, im Guten mit der Kaiserin abschließen, also sich nicht gegen sie stellen, dann schenkt sie euch am Ende normalerweise den Ring. Mit dem Ring könnt ihr in einem der Räume vor dem kaiserlichen Thron eine Bodenplatte aufmachen, da findet ihr Forge Schrotflinte. Alternativ, wenn ihr einen zweiten Charakter macht, also den Sphärenwandler, ist das die Standard-Startwaffe. Muss ich ja sagen. Als Nahkampfwaffe braucht ihr... habe ich ihn denn? Ich habe den noch gar nicht. Ja, wundervoll. Nee, doch, da ist er. Den Stab des Labyrinths. Und als Sidearm benötigt ihr... Wo habe ich es denn? War das Enigma? Ich glaube, es war... Nee, es war die Kubuswaffe. Genau, die Kubuswaffe. Kann mich auch täuschen. Kommen wir zum Schmuck. Als Halskette benötigt ihr... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Da.
Ja, bin ich jetzt blind? Ich bin anscheinend blind. Ah, da. Litus-Amulett. Bekommt ihr, indem ihr eine schwere Rüstung tragt und 100 Bellyflops, also auf den Boden klatschen. Ihr könnt ja dann nicht mehr dodgen, sondern ihr klatscht auf den Boden. Das will der machen. 100 Mal. Macht das einfach in Station 13. Wenn ihr das gemacht habt, redet mit Reggie und ihr könnt ihm das Teil abkaufen. Kommen wir zu den Ringen. Wo haben wir es denn? Hier. Anastasias Inspiration. Den könnt ihr abkaufen von Whisper. Wer ist Whisper? Gasmaskentyp in Station 13. Der, der die Rüstungen verkauft. Den hier. Einmal. Dann wollen wir den grün-gelben Mondstein. Könnt ihr von Kars kaufen. Die schwarze. Die mit euch am Anfang des Spiels da rumläuft. Die dann krank wird und die dann hier Zeug verkauft. Dann brauchen wir noch den Ring der Katze. Den könnt ihr auch von Reggie kaufen. Das ist der hier. Und als letztes braucht ihr von der Wurzelerde, Root Earth sucht euch aus, den letzten Abschnitt in der Story, braucht ihr Sanyas Bosheit. Ist nach dem ersten kleineren Checkpoint, also nicht der große Weltenstein, sondern in dem eingestürzten Hochhaus, der erste Checkpoint, den ihr halt findet. Da könnt ihr durch so ein kleines Loch kriechen, da wo es in eine der unteren Etagen führt, da findet ihr das Teil. Okay, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sehe ich jetzt gleich, ob das Licht angeht. Nein, scheiße, also nicht das, das war jetzt Hirndünfe von mir. Und, oh ja, seht ihr? Hey, wir leuchten wie ein Christbaum. Wundervoll, wieso leuchtet mein Schritt so komisch? Genau, also wir sind jetzt offiziell got to go für Dingens, für den Glitch-Bereich. Jo, wir gehen in das Labyrinth, gehen hier hin. Bei dem Labyrinth gehen wir jetzt zu dem Stargate, was ständig die Ziellocation ändert. Wir wollen den Bereich, wo wir von oben nach unten in den Abgrund starren, wo sich das Stargate von links nach rechts bewegt. Ich nenne es einfach mal Stargate, weil es sieht so aus. Oh, der Damage ist einfach. Oh Gott. Oh Gott. Man merkt, ich hätte die Waffen vielleicht mal verbessern sollen. Oh, das tut ja weh. Bleib du, wo ich dich sehen kann. Okay. Wenn ihr das seht, 3 Sekunden. Das ist es nicht. 3 Sekunden runterzählen. Gleich kommt der Vorführeffekt. Ich werde so hart verkacken. Nein. Nein. Yep. 3, 2, 1. Gesehen? So einfach geht es. Ich muss jetzt dennoch ganz kurz zu einer anderen Waffe wechseln, denn ich habe keine Lust hier ein halbes Leben hier zu sitzen. Was habe ich denn? Wo ist denn mein gutes Repetiergewehr? Hier. Denn wir müssen uns hier noch zwei Gegner entledigen. Beziehungsweise müssen wir nicht. Was rede ich denn? Wir nehmen Fort Schrot. Oh Gott, ich bin fast am Sterben. Jörg, meins? Und aua! Wir gehen da rein. Zack. Schneller! Der wirft mit Stein! Los, los, los! Und da können wir hier rein. Habt ihr gesehen? Dann geht das auf. Dann geht das auf. Ja, jetzt sind wir in den Backrooms. Kleines Easter Egg. Hier könnt ihr mit R1 oder halt beziehungsweise die Fähigkeit des Explorers aktivieren. Und jetzt werden euch in einem größeren Bereich
alle Loot-Gegenstände hier angezeigt, die ihr euch aneignen könnt. Mein Tipp, haltet euch immer rechts, da lauft ihr ziemlich richtig. Ja, da haben wir den ersten. Das ist die Archon-Klasse. Wallace weiß bestimmt, was das ist. Es gibt hier noch einen Ring und eine Halskette. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Da haben wir doch schon was. Da drüben. Sieht nach Halskette aus. Ja, die Halskette, Gunfire Zugangskarte. Das ist ja eine Ausweiskarte. Ja, richtig. Ist auch ein Easter Egg. Und jetzt gibt es hier irgendwo noch einen Ring. Da haben wir ihn doch schon. Zack. Und wir haben hier alles gesammelt. Jetzt könnt ihr dann einfach nach Station 13 gehen, könnt den Würfel bei Wallace freischalten und ihr habt die Archon-Klasse. Wie ich vorhin ja erwähnt habe, ihr könnt noch ein paar Sachen machen. Wenn ihr Solo spielt, müsst ihr das Spiel durchspielen. Ihr müsst auch alle Klassen leveln, pipapo. Es gibt da, Moment, wo haben wir es hier? Es gibt keine andere Möglichkeit. Alternativ, wenn ihr jemanden kennt, der sich die Archon-Klasse schon geholt hat. Ach, scheiße. Ja. Wenn ihr jemanden kennt, der sich die Archon-Klasse schon... So gar nicht wahr, ich bin noch gar nicht im Kampf. Der sich die Archon-Klasse geholt hat. Fragt ihn doch einfach mal nicht. Alles, was ihr getan haben müsst, ist das Labyrinth abgeschlossen. Mehr nicht ab diesem Zeitpunkt. Ihr braucht diese weiße Sphäre, um das Tor aufzumachen. Diese hier. Die da. Die bekommt ihr, wenn ihr den Würfelboss besiegt habt, den großen. Ihr wisst schon, diese vielen Würfel, die euch zerquetschen wollen. Mehr braucht ihr nicht. Dann kann euer Verbündeter das Tor aufmachen und ihr könnt rein und könnt da alles looten. Ihr braucht nur jemanden, der all diese Gegenstände hier habt. Ihr müsst dann nicht das Spiel großartig durchspielen, sondern euer Begleiter genügt, wenn er das hier alles hat. In der Reihenfolge hier ausgerüstet. So könnt ihr früh an den Archon kommen. Und nein, ehe jetzt jemand den Kommis fragt, nein, ich helfe euch nicht. Dann werde ich ja nie mehr fertig. Ja. Okay, so viel dazu. Das dachte ich mir, es wäre mal ganz nett zu erwähnen, weil das viele nicht tun. Wenn ihr jemanden kennt, der euch helfen kann, einfach mal nett fragen. Das dauert ja auch nicht lange. Kurz mit ihm dahin eiern und dann machen die das meistens für euch. Damit ihr das jetzt auch seht, watschen wir noch kurz nach da oben. Upp. Hat ja toll funktioniert. Wurmloch. Beste. Ja, gehen wir mal zu Wallace und dann sollten wir die Archon-Klasse freigeschaltet haben. Wenn ihr das im Übrigen gemacht habt und ihr startet mit einem komplett frischen Charakter, könnt ihr auch die Archon-Klasse vom Get-Go als erste Klasse auswählen. Ich wusste. Ja, hier. Wundervoll. Wir werden uns wiedersehen. Und wir schauen noch. Und wir schauen nochmal nach. Und hier ist auch das Teil. Archon. Jawohl. Okay. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen klären. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Würde mich riesig freuen. Kostet ja euch auch keinen Pfennig. Und ansonsten sage ich mal, bleibt gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis denn dann. Tschüss.